Servus und willkommen zu meinem ersten Stream bezüglich des Spielers Foundation. Du hast dich mir schon länger angeschaut, ich habe jetzt was letztes nochmal im Steam Sale und ich habe es mir geholt und habe einmal schon im privaten, ja, quasi das Game fast durchgespielt sozusagen, also schon fast ins Endgame reingekommen. Also durchspielen geht hier natürlich nicht ganz, soweit ich weiß jedenfalls. Aber bin halt eben schon einmal sehr, sehr weit gekommen. Und möchte jetzt nochmal von ganz, ganz neu starten mit diesem Playthrough hier auf Twitch. Und dann auch vielleicht auf YouTube mal gucken. Wird es da möglicherweise auch noch hochgeladen. Und ja, ich denke, ich werde mal wieder dann eine prozedurale Karte erstellen. Und ich habe Bock auf so eine Küstenkarte. Und ich muss sagen, die hier sieht actually schon recht ansprechend aus. Ich überlege gerade, ob ich die direkt nehme oder ob ich noch mal ein bisschen durchgeneriere und vielleicht noch was Besseres finde. Ja, ich glaube, ich gucke noch mal, was es sonst noch so gibt. Ja, ist sehr viel mit diesen Inseln so. Okay, das sieht richtig aus wie so ein Piratenbucht, weiß ich. Aber nicht ganz das, wonach ich schaue. Okay, das ist auch nicht schlecht. I like it. Ich mag das ja schon so mit dem Strand, auch wenn es irgendwie so ein Foundation fühlt sich so ein bisschen, ne? Also man kann halt jetzt nicht irgendwie Tourismus groß aufbauen, das ist leider schade, das fehlt noch ein bisschen im Game. Gut, das ist halt auch eine Mittelalterstadt, ne, das ist klar, aber das würde ich actually feiern. Ne, ich schaue noch mal ein Stückchen weiter, aber ich glaube, ich werde sowas in diese Richtung wahrscheinlich nehmen, oder? Das ist mir noch zu viel Wasser, zu wenig Baufläche. Da gucke ich auf jeden Fall auch drauf, dass ich genügend Baufläche habe. I think I like that. Ja, das ist doch... Das sieht doch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich nehme diese Karte. Genau, ich spiele ohne Mods. Einen ganzen Vanilla. Und hier haben wir unseren Neuanfang. Wir werden, ich glaube, die ganzen Sachen hier erstmal mitnehmen, die ganzen Meldungen, weil es halt auch ja die ein oder andere Belohnung dafür gibt teilweise. Und das macht schon Sinn, denke ich mal, hier die Sachen erstmal mitzunehmen. Es sieht schon recht hügelig aus, not gonna lie. Huiuiui. Das hatte ich fast befürchtet, aber es sieht noch hügeliger aus, als ich befürchtet hatte. Boah. Ist auch irgendwie sehr cool, sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, auch gleich sehr, sehr, sehr hügelig und ich versuche weiter rauszuscrollen, um einen besseren Überblick zu verschaffen, aber das geht halt nicht weiter als Tour bisher. Wir haben jetzt hier natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, unser Startgebiet auszuwählen und ich denke, verschiedene Sachen werden irgendwie feierlich. Also direkt hier so am Strand anzufangen, hätte das so ein bisschen was. Ja, wir sind halt hier jetzt mit unserem Bötchen angekommen und ja, gehen uns dann erstmal dorthin. Außerdem können wir hier direkt auch an den Fisch kommen. Auf der anderen Seite will ich hier halt auch später dann so, ne, meine Downtown-Mask haben. Also Downtown geht nicht so ganz, aber wisst ungefähr, was ich meine, glaube ich. Also mein wirklich verdichtetes Stadtzentrum dann zum Schluss. Ja, aber ich glaube, das ist halt übel schwer. Das ist einfach so steil. Ich glaube, deswegen nehme ich tatsächlich hier erstmal diese Ecke zum Start. Weil halt auch, wie gesagt, ich glaube, dieser Wasserzugang ist halt ziemlich nice, auch gerade für Fische am Anfang, und wir haben hier auch ganz viele Erz bekommen und es macht halt Sinn irgendwie so, dass wir jetzt ja gerade mit unserem Boot, mit unseren paar Siedlern angekommen sind und deswegen
Deswegen machen wir das so und platzieren erstmal unser Dorfzentrum. Unser Dorfzentrum. Ich fände es cool halt, wenn es halt so einigermaßen zentral liegen würde und quasi halt aber auch nicht ganz so steil. Ja, das ist ja gefühlt alles sehr, sehr steil. Aber ich würde es halt hier dann irgendwie hinpacken. Das würde ich feiern. Auch wenn es halt relativ weit entfernt jetzt hier von unseren ersten Rohstoffvorkommen ist, das ist halt ein Nachteil. Wo ich zugeben muss, okay, das ist ein Nachteil. Aber ja. All in all, ich glaube, ich setze die Bauhütte erstmal so ein bisschen an den Rand, weil hier soll später auf jeden Fall sehr viel abgehen. Und deswegen platze ich die erstmal hier hin. Und nehme erstmal, wie viele? Ja, schon drei, oder? Schon drei Baumeister direkt. Und dann soll ich ein Holzfällerlager errichten. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben hier erstmal nicht so viel so Holz und solche Geschichten. Also, solche Geschichten, ich meine, vor allem. Ja, die. Es ist halt jetzt hier nicht so das bewaldeteste Gebiet direkt zu Anfang. Da müssen wir, glaube ich, schnell expandieren, um hier mehr Holz zu kommen. Also, da ist halt sehr viel hinten raus. Aber. Ja, ich weiß nicht, ich würde halt erstmal in die Richtung, glaube ich, expandieren. Wobei ich mir da auch noch nicht so ganz sicher bin. Wir können jetzt hier erstmal die Geschichten abbauen. Ja, genau hier so in diese Richtung abbauen. Dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann direkt schon mal ein bisschen beschleunigen, dass hier unser Holzfällerlager gebaut wird. Und dann können wir da unsere weiteren Dorfbewohner mal für erübrigen. Ah, ich würde erstmal zwei nehmen. Unser erstes Abbaugebiet. Und jetzt haben wir Forsthaus. Das bräuchten wir dann auf jeden Fall. Und unsere erste Sammlerhütte und ich würde die mal hier so schön aufstellen. Das ist, glaube ich, cool. Hier am Rand. Genau. Dieses Ding wird jetzt auch gebaut und dann Aufforstung. Klatschen wir jetzt mal so ungefähr in die gleiche Area. Forsthaus. Wo wollen wir den Forst? Wollen wir das direkt daneben haben? Oder wollen wir dem so ein bisschen Raum zum Atmen geben? Das ist so die Frage. Ich weiß halt nicht, ob das hier so viel Bestand hat, ne, langfristig. Weil irgendwie da wird, glaube ich, eigentlich viel anderes passieren in Zukunft. Deswegen, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht zu lange Gedanken drüber machen. Ich finde es dann irgendwie nicht so passend. Ich lasse es erstmal dann hier hin. Okay. Und das ist gebaut. Dann können wir hier auch unsere Sammler beauftragen. Haben wir auch das. Das ist doch super. Und haben noch zwei Arbeitslose. Keine Ressourcen zum Abbau verfügbar. Muss ich das hier eigentlich denn einzeichnen? Funktioniert das nicht? Okay. Oh. Oh. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber klar, macht auch irgendwie Sinn, ne? Ich glaube, ich möchte keine Kiefer hier bauen, weil hier es sonst auch keinen Kiefern gibt und ich glaube, das sieht ein bisschen falsch aus. Vielleicht gucken wir, dass wir auch sogar andere Sachen nicht. Machen wir doch mal auch keine Eiche, machen wir nur Pappel und Ahorn. Ich glaube, das sieht ganz schick aus. Speicher.
Und Steinbruch haben wir auch schon. Ich finde den Speicher vielleicht hier an so einer Stelle ganz angemessen. Dort finde ich den ganz schick. Und wir brauchen natürlich dann auch unseren Steinbruch, um das Ding zu bauen. Den platzieren wir natürlich neben unserem Steinvorkommen. Ergibt Sinn, würde ich behaupten. Ja, und dann brauchen wir auch langsam mal die Wohnhäuser und schlussendlich dann auch wiederum neue Bewohner. Weil wir haben nur noch einen Arbeitslosen und wir bauen hier das Ding, wir bauen dort das Ding. Ja. Hoppala. Ja, so weit, so schick, ne? Also ich glaube, das kann später hier echt cool aussehen mit dieser Bucht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das kann echt sehr, sehr schick aussehen. Wenn dann hier auch irgendwie so unsere Fischerhütten haben. Guck mal, hier haben wir direkt auch schon Fische. Das wird, glaube ich, echt eine schnieke Angelegenheit. Nahrungsmittel sagt mir, ja. Okay, da geht es darum noch. Dann können wir das auch eigentlich schon beschleunigen, weil wir die Sachen ja hier schon am Tun und am Machen sind. Und jetzt müssen sie nur noch fertiggestellt werden quasi. Ja, hinten bauen wir schon fleißig Holz ab. Aber ist der Speicher auch gleich voll. Also das können wir halt hier auch nochmal ein bisschen unsere Arbeiter rumtransferieren. Falls benötigt. Wir haben unseren Steinbruch gebaut. Ich glaube, dann nehme ich hier von einem. Achso, wir haben hier nur zwei. Okay, ich dachte, wir hätten da halt auch drei. Beeren. Ja, dann können wir, glaube ich, einen Baumeister rausnehmen. Und erstmal hier zum Steinbruch schicken. Und dann vielleicht später auch zum Speicher. Auch das muss ich markieren. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Huh. Also, das könnte vielleicht einige meiner Probleme in meinem vorigen Playthrough, beziehungsweise in meinem privaten Spielstand halt erklären. Das könnte echt einiges da erklären. Was? Ich dachte, die checken das irgendwie so automatisch. Naja. Gut zu wissen. Wir haben jetzt noch diese eine Baustelle, aber es sollte dann auch demnächst erledigt sein. Wir produzieren hier die Steine mit zwei Leuten. Wir haben hier zwei Baumeister. Und wir sammeln schon fleißig Beeren. Wir wollen ja schließlich auch nicht hungern. Aber wir brauchen natürlich auch noch einen Marktstand und so weiter und so fort, um halt dann auch unsere Beeren an die Mann, an die Frau zu bringen. Mann, an die Frau habe ich das gerade richtig. Ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal richtig gesagt habe, beim zweiten Mal auf jeden Fall schon. Also könnt ihr mir vergeben, weil ich es beim ersten Mal falsch gesagt habe. Genau. Und noch ein Stein. Dann ist unser Speicher soweit. Klabum. Ich mag diese ganzen Bauanimationen in dem Game echt sehr. Sieht super cool aus, wie das. Die Sachen wirklich gebaut werden. Auch später dann halt die Monumente und so. Guck mal, wie unglücklich die alle sind. Also die. Ach, wir haben ja jetzt noch gar nicht. Ich kann übrigens die ganzen Sachen eigentlich schon freischalten, oder? Ich habe ja jetzt gerade das Geld dazu. Oder? Lagerhaus und Verteil machen, glaube ich, auf jeden Fall schon mal einen Sinn. Holzbrücke brauche ich halt gerade noch nicht. Deswegen. Weil ich das Geld nochmal für andere Sachen brauche, dann. Chill ich da erstmal. Beeren. Und nehmen wir einen wieder vom Steinbruch, den Sebastian, den hatten wir eben schon. Sebastian, du bist jetzt Träger.
Wir haben übrigens hier unsere Dorfbewohner Ansurius, Cyran, Ferrando, Geronima, Gesualdo, Gotta, Massias, Ordonio, Ursel dazwischen und dann Sebastian. Ich finde es voll krass, weil ich glaube, in meinem privaten Spielstand habe ich so eine Flusslandschaft ausgewählt und da hatten die nicht alle solche Namen. So, die sind ja jetzt hier schon größtenteils so recht so mediterran angehaucht, die Namen. Und bei meinem Spielstand waren die wirklich alle sehr, sehr altdeutsch. Das fand ich sehr witzig. Und ich würde sagen, es geht weiter. Territorium. Ich habe eine kostenlose Gebietserweiterung, aber ich baue erstmal unser Wohngebiet. Und da kann ich jetzt hier mal wieder auf einfache Geschwindigkeit runterschalten. Ist eine gute Frage, weil wo kommt jetzt unser erstes Wohngebiet hin? Ich pausiere sogar mal. Hier unten habe ich halt, glaube ich, dann noch später einiges vor. Ich weiß jetzt selber noch nicht so ganz genau, was, aber ich finde, also das ist ja quasi hier die zentrale Stelle der Map. Also nicht die zentrale Stelle der Map, aber oh, hier ist auch sehr cool. Kann man später eine fette Brücke rüberbauen. Hier wird, glaube ich, auch einiges abgehen. Aber hier, you know, ich weiß noch nicht, was, aber ich würde, glaube ich, irgendwas größern, vielleicht. Ah, ich weiß es noch nicht. Vielleicht ein fetter Marktplatz auch. Naja, okay. Wo kommen halt jetzt die Häuser hin? Ist die Frage, die sich mir eben stellt. Und ich glaube, ich tendiere wirklich hier zu dieser Kante. Also. Oder? Das ist doch cool. Ich glaube, das mache ich. Ich baue. Ich markiere hier meine Wohnfläche. Direkt überhalb dieser Steinkante. Vielleicht ein bisschen zu viel. Das hat sich jetzt gerade hier verändert. An der Stelle, wo ich gerade gar nicht einmal bearbeiten war. Ja. Ungefähr so. Glaube, das ist ziemlich cool. Das könnte echt sehr nice aussehen. Wenn dann hier die Häuser da an dieser Klippe quasi dran stehen. Das wird erstmal für ein Wohngebiet noch nicht so ganz ausreichen, glaube ich. Aber fürs Erste ist es ziemlich cool. Okay, ich glaube, ich würde erstmal hier mit dem Marktplatz anfangen. Und ich glaube, das wird hier wirklich ein großer Marktplatz. So Kirche und so. Ich denke, das würde ich dann hier hinstellen. Auch wenn. Ja, ne? Oder hier vielleicht. Weil da ist es mir wiederum zu steil. Dann wird die Kirche. Ist halt eigentlich alles steil. Ist so das Ding. Ich glaube, hier wird dann eben die Kirche hinkommen. Maybe. Hier. Ja. Wenn ich mir das schon ansehe. Boah, ist das steil. Da kriege ich langsam schon Höhenangst. Heidewitzka. Dann wird hier wahrscheinlich erstmal der Parkplatz hinkommen. Oder? Oder? I guess so. Das Einrasten aus. Einrasten ist immer gut hier. Und wir. Ich würde sagen, wir klatschen das erstmal hier ran, oder? Direkt. Oh, gut fassen. Was könnte hier auch noch sehr gut hinkommen? Gasthof. Gasthof würde hier echt ziemlich fancy, glaube ich, sein. Oder dort, oder irgendwann so eine Stelle. Aber hier bauen wir jetzt zunächst erstmal unseren Marktplatz hin. Direkt schön an dieses Dorfzentrum. Finde es, by the way, noch nicht so ganz so schick. Aber ich habe auch gesehen, es gibt echt sehr, sehr, sehr coole Mods. Also, ich glaube, nach dieser Map werde ich mal anfangen, mir die Mods ein bisschen genauer anzugucken und dann anfangen, vielleicht das eine oder andere hier zu modden. Oh, die laufen jetzt alle so da rein. Ja, gut. Da habe ich nicht so ganz, glaube ich, drauf geachtet. Aber ich denke, das passt. Ach, wie es aussieht. Es wird halt alles so scuffed aussehen, weil es alles so, ne, steil ist und so. Ja, jetzt brauche ich wieder einen
Markthändler und dann muss ich die Osterhilde dafür, glaube ich, abziehen. Ja, und dann kriege ich hoffentlich demnächst die soll ich hier das Gebiet kaufen, weil hier haben wir sehr viel Holz. Dann können wir hier nämlich später diese Sachen abreißen und dort weiter bauen und lieber Blubhäuser und was weiß ich nicht alles. Und hier können wir Holz abfarmen. Die Sichtbarkeit der Zonen haben wir. Und einen Brunnen errichten. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Der Brunnen ist hier. Wo möchte ich einen Brunnen hin haben? Ich glaube. Eigentlich gerne hier so in die Ecke, aber da weiß ich halt dann nicht. Vielleicht verbaue ich mir jetzt hier irgendwas. Aber dann kann ich den zur Not immer noch abreißen, oder? Boah, hier. So schön dazwischen. Ich glaube, ich fände es hier cool. So relativ flach dann auch. Und dann kannst du da halt eher so ins Grundwasser kommen. Ich glaube, das ist eine chillige Angelegenheit. Baue ich da erstmal den Brunnen hin. Und dann sieht das Ganze doch schon ziemlich florierend aus. Okay. Ja. Schön. Wirklich. Kann mir echt das schön später vorstellen. Gibt eine richtig nice Skyline. Apropos. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ne? City Skylines 2. Oh, der Trailer. Unglaublich. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Das wird alle Voraussichten nach. Also. Da muss schon einiges dazwischen kommen, falls nicht hier auch auf dem Kanal, auch auf Twitch gesehen. Und ja, habe ich extrem Bock drauf. Also das sah wirklich sehr, 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 sehr nice aus. Brunnen ist gebaut, perfekt. Und jetzt kann ich die Einwanderung fördern. Wasser. Sollte jetzt befriedigt werden, das Bedürfnis und Komfort eher an sich auch. Problem ist jetzt, die Attraktivität ist hier halt hoch, ne? Naja, aber wir können ja trotzdem hier bauen. Ich würde dann schon mal bereits mein zweites Holzfällerlager hier irgendwo aufschlagen. Also hier werde ich dann wahrscheinlich noch weiter so Häuser und sonst was hinklatschen und hier dann halt in der Area ja, erstmal Holz sammeln, wo ich eine bessere Area finde. Das wäre so der Plan und das hier dann kann ich hier eigentlich gerade schon die Försterei. Also das Forsthaus langsam absägen. Das wird hier sich nicht halten. Es verringert hier auch die Attraktivität und das wollen wir natürlich auch nicht. Wer ist denn jetzt noch nicht zufrieden mit Komfort? Okay, so picky seid ihr. Das ist euch jetzt hier schon zu weit. Freunde der Sonne. Also wie gesagt, hier Gasthof und sowas hätte ich halt sehr gerne an der Ecke. So, die Aufforstung können wir hier dann schon mal entfernen. Und dann wird das hier alles halt abgebaut und dann, I don't know, wollen wir hier noch ein bisschen was hinbauen an Häusern, an Wohngebiet. Ich bin mir sehr unsicher. Oder direkt hier oben drauf. So.
Machen wir es so, I guess. Er wird auch schon direkt gebaut, dann ist das, glaube ich, the way to go. Dann hier erstmal das Wohngebiet hin. Dann sollte sich die Zufriedenheit erhöhen. Wir haben jetzt einen arbeitslosen Dorfbewohner, der kann gerne weiter Beeren sammeln. Beeren kannst du eigentlich auch nie genug haben. Wobei mein Holzfällerlager vielleicht halt auch. Ja, hier. Ich will ja erstmal hier alles eigentlich abbauen. Wir müssen halt auch irgendwie mit dem Holz irgendwo hin. Dafür bräuchten wir ein Lager. Na, jetzt langsam kommen wir hier so in den Flow rein, habe ich das Gefühl. ein Lager. Boah, das wird so scuffed aussehen. Befürchtungsweise. Oder soll ich es hier sogar hinklatschen? Dann guck ich mal. Also. Ich will nicht das Wohnhaus abreißen. Okay, dann wird es wahrscheinlich hier landen. Ich kann es auch dort oben. Wird, glaube ich, genauso scuffed aussehen. Irgendwie so. Dann können wir ein bisschen mehr Holz lagern. So, jetzt haben wir hier oben auch unsere Häuser, die eigentlich auch gerne ihren eigenen Brunnen bekommen dürfen. Ja, hier hätte ich es, glaube ich, gar nicht so schlecht gefunden. Kommt der Brunnen halt erstmal hier hin. Ja doch, das hat doch was. Also auch wenn wirklich diese steil, diese Wege, also Heidewitzger, was ist das für eine Steigung? So 60%. Also, aber es sieht jetzt schon sehr schick aus. Es gibt da halt diese verschiedenen Ebenen. Das hat ja auch irgendwie was. Baumaterialien fehlen. Holz. Ach so, Bretter. Haben wir schon soweit? Ja, weil Sägewerk haben wir noch nicht freigeschaltet, meine ich. Haben wir noch nicht? Ja, gut. Dann kann ich da nichts machen. Und jetzt sind alle zufrieden. Ja, Hammer. Mein neuer Ratschlag. Kann gehört werden. Lagerhaus haben wir. Bretter. Sägewerk. Das brauchen wir noch. Erringt es die Attraktivität? Heißt es das? Weil, nee. Also hier wäre Attraktivität hoch. Also. Not so sure. Ich glaube, hier wird ja quasi dann, also hier ist ja sowieso schon niedrige Attraktivität. Dann werden wir das so ein bisschen hier so eine Industriestraße quasi draus machen. Das kann dann erstmal sich eher in diese Richtung dann hin positionieren. So hier ungefähr. Und hier können dann halt noch so irgendwie Steinmetz und solche Sachen hin. Das finde ich schick. Na, guck mal, jetzt hier alles schon rot. Oh, ich glaube, das wird richtig schick. Gleichzeitig scuffed und schick. Ja, die Bretter kommen dann langsam. Soll ich die Holzbrücke schon mal freischalten? Nee, ich glaube, es ist noch nicht notwendig. Wir machen ja gerade selber noch nicht wirklich Geld. Ja, langsam dürften dann auch die neuen Dorfbewohner ankommen. Ich glaube, die Attraktivitätssichtbarkeit kann ich dann auch wieder ausschalten. Oh ja, ist doch nett, oder? Das ist doch hübsch. Warte mal, ich kann hier mal die Grenzen des Territoriums auch ausmachen. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch jetzt schon wunderhübsch. Wir haben quasi noch nichts gebaut. Und ich finde es jetzt schon. Es ist sogar eine halbe Baustelle hier so in diesem Hang drin.
Boah, das wird später so schön aussehen, glaube ich. Das wird so schön aussehen. Aber ich freue mich. Ich freue mich. Und wir haben hier schon mal eine Menge Beeren. Das ist doch auch cool. So, wir waren hier noch ein paar Holz und noch ein paar, ich glaube, noch ein Stein, ne? Und dann wird auch unser Sägewerk fertig sein und dann können wir damit auch unser Lagerhaus errichten. Und dann geht es hier schon richtig, richtig ab. Ich werde hier fürs erste Mal dann einen dritten Slot für Bären zuweisen. Sicher, sicher. Und wir haben zwei neue Ankömmlinge. Das ist sehr cool. Haben wir direkt schon Jobs für die? Ja, gut, wir bauen gerade halt zwei Sachen, wo wir dann natürlich auch Arbeiter für brauchen. Aber ansonsten hier hinten unsere Holzfällerhütte. Die braucht auf jeden Fall erstmal einen und dann würde ich noch einen zweiten in dem Steinbruch anstellen. Ja, Wohnfläche ist es eng. Eng bemessen hier, wenn wir ehrlich sind. So ist es halt. Ich glaube, ich kann hier noch ein bisschen weiter raus expandieren. Ja, so ungefähr. Und hier werden auch noch Sachen entstehen, aber eins nach dem anderen. Auch hier werden wahrscheinlich noch einige Wohngebiete entstehen, aber hier müssen wir erstmal zu. Die Sachen können wir das. Kann hier schon abgerissen werden, das Forsthaus. Das kostet ja auch Unterhalt, wenn auch nicht so viel. Und dann wird hier später noch ein Forsthaus hinkommen, aber ja doch. Ich kann es jetzt schon mal hinbauen. Es sollte gar nicht das Problem geben. Jetzt hier ein bisschen. Bisschen weiter entfernen. Bauen. Und dann können hier die Bäume wieder angepflanzt werden. Hier baue ich sie erstmal einfach weg. Hier soll ja so eine kleine Lichtung entstehen. Hier wird ja auch dann viel gebaut. Deswegen brauchen wir auch den Platz, ne? Oh, ja. Das Geld sollte demnächst dann auch mal reinkommen. So, wir bauen hier erstmal unser Sägewerk. Erstmal das Sägewerk zu Ende bauen und dann weiter schauen. Ja, das erste Wohnhaus hat sich auch schon verdichtet und das Sägewerk ist fertig. Dann nehmen wir wieder die Liliola zurück aus dem Steinbruch und die fängt an, Bretter aus Holzstämmen herzustellen. Klingt doch nach einem fairen Deal. Und wir brauchen dringend unseren Speicher, damit die wieder anfangen zu arbeiten und ihre Holzstämme erstmal hier in das Lagerhaus liefern. Wir haben zwei neue Dorfbewohner und es ist hier scheinbar der Weg, den die Leute kommen. Finde ich auch interessant. Ja, von mir aus. Also. Das ist jetzt nicht das Problem. Nehme ich hier den zweiten Holzfäller schon hin? Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Soll ich hier noch warten? Ja, ich nehme noch einen zweiten Sägewerkler, I guess. Und noch einen zweiten Holzfäller, komm. Wir wollen ja vorankommen. Und nicht irgendwie schon zu viele Schritte. Vorausschau, oh, jetzt laufen sie alle halt mitten durch den Steinbruch durch. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich, glaube ich, nicht viel gegen machen. Das ist jetzt halt so. Ja, guck mal, was die für einen weiten Weg auf sich nehmen. Eieieiei, wirklich über Stock und Stein. Boah, über richtige Berge drüber. Um hier in unser Dorf zu kommen, während wir hier einfach mit dem Mädchen gelandet sind. Nicht mal.
ist verrückt. Das ist verrückt. Hier wird gleich gerade unser zweites Wohnhaus verdichtet. Hier so zwei Baumeister. Ordentlich am Werk. Oh, das sieht schick aus. Oh ja, das gefällt mir hier. Also auch wenn hier leider zu der Seite, oder zu der Seite zumindest keine Fenster sind. Zu der immerhin schon. Ja, es ist schick. Das ist wirklich. I like it. Was ist jetzt gerade noch passiert? Ich habe es irgendwie gecheckt, glaube ich. Aber wir haben hier unseren Förster. Also unser Forsthaus, noch nicht unseren Förster. Wieso geht das denn jetzt hier so langsam voran? Das habe ich nicht so ganz. Verstehe ich nicht so ganz. Gottesdienst, ja, das wird hier bald kommen. Da werde ich dann, glaube ich, unsere erste Kirche aufbauen.